Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Die Sally ist wieder am Start und wir wollen jetzt losgehen, nachdem wir den Earl von Redcliffe geheilt haben und ein paar neue Quests erledigen. Wir müssen noch ein paar Magi-Quests hier abgeben und wir wollen die Gefährten-Quests weitermachen und natürlich Denrim erkunden. Ja, ich hoffe, einige von euch haben sich die letzte Lagerfolge angeguckt. Ich fand sie mega witzig beim Spielen, wobei sie mich gefühlstechnisch echt fertig gemacht hat. Und ich fand sie aber trotzdem im Nachhinein sehr lustig. So, wenn wir nach Denrim gehen, wollen wir Godenna finden. Das heißt, wir nehmen ihn mit. Ich glaube, ich habe Lust, Zephyr mitzunehmen. Ja. Der ist eigentlich immer ganz witzig. Und statt Win werde ich jetzt Morrigan mitnehmen. Unbedingt. Und gucke mal, ob ich das hinkriege ohne Heilerin. So, das heißt, wir machen uns auf den Weg nach Denrim, würde ich sagen, genau. Ja, aber ich muss sagen, im Nachhinein hat mich das unheimlich geärgert, wie das gelaufen ist mit meinen drei Kandidaten dort. Und ich glaube, ich habe gerade so innerlich das Bedürfnis, das mit Liliana nochmal zu canceln, weil irgendwie war das echt frustrierend, dass sie so diese Mädchenhafte, guck dich mal meine Schuhe an und so kitschig und so. Na, ich weiß auch nicht. Ich habe mir da irgendwie mehr erhofft. Ich dachte, sie ist irgendwie cooler, weil sie ja so eigentlich auch immer eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit ist und auch so mit ihren ganzen Hintergründen. Aber das hat mich echt irgendwie genervt. Ja, mal gucken. Bin mir noch nicht sicher, wie ich das handhabe. Wie es nur eine Welt, ein Leben. Ich habe mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen versichert, dass ich da nochmal einen Rückzieher machen kann und mich doch nochmal mit einem der beiden hier einlassen kann. So, Schwester Justine. Schon seltsam, dass bei einer derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können. Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Woher wisst ihr das? Gut bewaffnete Besucher im Haus des Kantors sind meist deshalb da. Kantorin Rosamund erfüllt ihre Pflichten unermüdlich und resolut. Ihr findet auf ihrer Anschlagtafel sicher etwas Interessantes. Und wer seid ihr? Ich bin Schwester Justine, Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Ah, und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Was macht eine Kuratorin? Der Archivar kümmert sich um die Bücher und ich kümmere mich um die heiligen Reliquien. Außerdem bin ich auf der Suche nach weiteren Exemplaren für unsere Sammlung. Und das ist schwieriger, als es klingt. Ah, ich habe diese Schriftrollen gefunden. Wirklich? Verzeiht meine Zweifel. Ich würde sie auf jeden Fall gerne untersuchen. Nur an sich nicht anfassen. Sei vorsichtig, sie scheinen nicht alt zu sein. Die Schriftrollen sind alt, ohne Zweifel. Und die Schrift? Sie sind in Chiffre geschrieben. Die alten Gläubigen verwendeten sie, um ihre Schriften vor den Magi von Tevinter zu schützen. Sie könnten echt sein. Bitte lass sie mich untersuchen. Nimm! Ich hätte gerne eine Art Sicherheit. Vorerst noch behalten. Nein, hier habt ihr sie. Bitteschön, sollen wir damit? Ich brauche Pergament, eine Feder und Tinte. Wie war das nochmal mit der Chiffre? Du hast ja Ahnung hier, wa? Oh, komm schon wieder. Ich habe eure Schriftrollen untersucht. Ich kenne einige der frühen Chiffren der Kirche, aber diese hier ist mir nicht gänzlich vertraut. Die Teile, die ich entziffern konnte. Es könnte sich um einen Bericht von Maferats letzten Tagen handeln, vielleicht sogar um noch mehr. Maferat, so wie anders ist Ehemann? Es ist bemerkenswert, ich weiß. Der gleiche Maferat, der unsere Prophetin verraten und dabei zugesehen hat, wie sie in Minrathis bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Wenn wir eine genaue Übersetzung bekämen, könnte das hier der Fund unseres Lebens sein. Wie lange wird das dauern, die Zwischenzeit? Es könnte Monate dauern. Die Chiffren wurden so entwickelt, dass sie für die Magister möglichst schwer zu entschlüsseln waren. Wer weiß, welche Geheimnisse wir enthüllen werden. Welche Wahrheiten wir finden werden. Hier habt ihr alles, was mir für Ankäufe zur Verfügung steht. Nehmt es und geht. Seid gesegnet. Tausendfach gesegnet. Was? Wow. Ist keine Nachspeise erwähnt? Das ist ordentlich, würde ich sagen. Ja. Gut. Fangen wir an. Also, ihr merkt, ne, das mit der Liebschaft, das beschäftigt mich tatsächlich ungemein. So gibt es nur einen Gott und er ich weiß auch nicht, wieso. Erbauer.
ist, Alistair war schon halt echt immer sehr nett. Sehr nett war er immer. Saffron war auch ganz cool. Ach, das ist schrecklich, sage ich euch. Schrecklich ist das. Aber wir haben ja erstmal noch genug andere Sachen jetzt zu tun, um die wir uns kümmern dürfen, können, sollen. Wir können auf jeden Fall uns auch nochmal, kann ich dich anschauen? Beschäftigt euch etwas? Ich habe da einige Fragen. Natürlich. Nee, so quatschen wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich... Die Goldena ist doch aber hier auf dem Marktplatz, oder? Alistair hat dir von der Halbschwester Goldena, der Tochter seiner Mutter, erzählt. Er wollte sie schon immer aufsuchen und mit ihr sprechen, hat es jedoch bisher nie getan. Und möchte sie vor der Verderbnis warnen, bevor es dafür zu spät ist. Goldena lebt in Denrim in der Nähe des Gesindeviertels. So, jetzt gucken wir mal. Gesindeviertel. Oder Genetivi. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hier gerade durch, weil... Bauer sei Dank, dass mein Bruder und seine Familie hier etwas... Zu dem wollten wir ja eh mal gehen. Zum müdligen Adligen. Zum müdligen Adligen. Zum müden Adligen. Weil der hat ja gesagt, wir sollen mal vorbeikommen, wenn wir wieder in Denrim sind. Vielleicht kriegen wir da noch was Schönes. Oh, da liegen noch die Gebeine. Wenn das nicht unsere Heldin ist, nach erfolgreicher Suche nach der heiligen Urne. Ich hatte euch nicht so bald zurückerwartet. Ich habe der Kirche geschrieben und von euren Abenteuern berichtet. Sie möchte, dass ich eine Expedition leite. Was haltet ihr davon? Ich bin sehr aufgeregt. Das sind großartige Neuigkeiten. Ihr habt das alles möglich gemacht. Ich kann euch nicht genug danken. Aber ich werde es versuchen. Hier, nehmt das als Belohnung. Es soll euch gehören. In euren Händen ist es sicher sinnvoller aufgehoben, als wenn es hier im Haus herumliegt und Staub ansetzt. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss noch so viel vorbereiten. Wenn nur Waylon all das sehen könnte. Was habe ich denn bekommen? Das sehen wir wieder nicht. Wir müssten mal unsere Sachen verzaubern lassen. Wir bräuchten erst mal Sachen, die wir verzaubern lassen können wahrscheinlich. Und wir könnten hier mal Zeug machen. Gehen wir hier ein bisschen auf Stärke. Oh, verhüllen machen wir mal nicht. Zwei Waffen brauchst du ja eigentlich auch. Oh. Ah, ich kann in die Richtung aber nichts machen. Ja gut, dann machen wir das hier. So, Morrigan. Meine Liebe. Konstitution 10. Ja, können wir mal ein bisschen raufhauen hier. So. Nun gut. So, lasst uns von dannen schreiten. Es ist unglaublich, ihr glaubt wirklich nicht, wie mich dieser Quatsch beschäftigt. Diese soziale Interaktion. Ich glaube, es gibt Leute, die kümmern sich da überhaupt nicht drum und ich bin völlig fertig. Ich erwarte euren Befehl. Kann man bei dir eigentlich was Schönes machen? Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte, was ihr wollt. Seid denn also so früher? Schon gut. Wo ist der andere? Du, was machst du hier was Schönes? Was sagt ihr? Mich das für sich. Schon wieder? Schon wieder. Ich bin bereit. Ich will, dass ihr geht. Nein. Okay. Sie lebt in der Nähe des Gesindeviertels. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Gesindeviertel. Was ist das hier? Grauer Wächterplakat. Glaubt den Lügen nicht. Die Freunde der grauen Wächter sammeln sich. Die verborgene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Die Griffons werden sich wieder erheben. Okay. Okay. Slim Coldry. Wir gehen einfach mal ins Gesindeviertel. Natürlich. Auf Befehl des neuen Arls von Denerim darf niemand das Gesindeviertel betreten. Ah, okay. Al Ho will also, dass die Leute draußen bleiben? Oder sperrt ihr die Leute da drin ein? Es gab einen Aufstand der Elfen. Die Klingohren haben sogar den einzigen Sohn des Arls angegriffen und kaltblütig getötet. Nach dem Tod der gesamten Familie Urien hat der Regent Randon Howe von Amaranthian zum neuen Aal von Denerim ernannt. Seine erste Amtshandlung war, das Gesindeviertel in Brand zu stecken. Da drin herrscht Chaos. Sobald Ordnung eingekehrt ist, werden die Tore wieder geöffnet. Geht jetzt weiter. Mhm. Interessant.
können wir denn hier noch machen? Karte der Stadt. Wunder von Thedas. Graue Wächter, finde ich, sollten nicht meucheln, aber es nervt mich, dass... Moment, ist das das, was ich glaube? Oh. Das Gebäude da drüben mit der gelben Tür. Oh, er sagt gar nichts weiter. Ich bin nicht ganz sicher. Es ist die richtige Adresse. Vielleicht ist die da. Können wir hineingehen und nachsehen? Würdet ihr sie nicht lieber alleine treffen? Wirke ich nervös? Das bin ich auch. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Mir wäre lieber, wenn ihr mich begleitet, falls möglich. Wir könnten auch wieder gehen. Eigentlich haben wir für so einen Besuch doch gar keine Zeit. Vielleicht gehen wir besser. Sei ein Feigling. Nein, gehen wir... Gut, sehen wir nach, ob sie zu Hause ist. Wird sie wissen, wer ich bin? Weiß sie überhaupt, dass ich existiere? Meine Schwester. Klingt sehr seltsam. Schwester. Schwester. Ich plappere nur noch. Wir sollten gehen. Ja, gehen. Einfach weg. Weg. Nein, gut. Jetzt, wenn wir schon hier sind. Hallo? Habt ihr Bettzeug zum Waschen? Ich verlange 3 Kupferlinge pro Bündel und leiste die beste Arbeit von allen. Glaubt dieser Natalia kein Wort. Sie ist Ausländerin und nimmt euch nur aus. Ich bin nicht hier, um etwas waschen zu lassen. Mein Name ist Alistair. Ich bin... Das mag seltsam klingen, aber seid ihr Goldanna? Falls ja, bin ich euer Bruder. Mein was? Ja, ich bin Goldanna. Woher kennt ihr meinen Namen? Welch üblen Streich führt ihr im Sinn? Seid ihr sicher, dass eure Informationen stimmen, Alistair? Vielleicht sollte ich euch alleine lassen. Er sagt die Wahrheit, hört ihn an. Also, unsere Mutter. Sie arbeitete als Dienerin auf Schloss Radcliffe vor langer Zeit. Dann starb sie. Wisst ihr davon? Sie... Du! Ich wusste es. Sie sagten, du wärst tot. Du wärst zusammen mit Mutter gestorben. Aber ich wusste, dass es gelogen war. Sie sagten dir, ich sei tot? Wer? Wer hat das gesagt? Die im Schloss. Ich sagte, der Vater des Babys ist der König. Aber sie sagten, es sei tot. Haben mir etwas Geld gegeben und mich weggeschickt. Ich wusste es. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Das Baby ist nicht gestorben. Das war ich. Ich bin dein Bruder. Als ob mir das helfen würde. Wegen dir ist Mutter tot und ich hab's nicht recht gehabt. Das Geld war bald weg und als ich wieder hinging, wurde ich fortgejagt. Wie mies. Das ist wohl kaum Alistairs Schuld. Und wer im Namen des Erbauers seid ihr? Irgendeine Elfin, die ihm seine Reichtümer hinterherträgt? Hey, sprich nicht so mit ihr. Sie ist meine Freundin und ein grauer Wächter, so wie ich. Oh, verstehe. Ein Prinz und auch noch grauer Wächter. Wie kann ich, niedriges Wesen, nur schlecht von jemand so Hochstehendem denken? Ich kenne dich nicht, Junge. Dein königlicher Vater hat mir meine Mutter weggenommen. Und was habe ich dafür bekommen? Gar nichts. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich hätte es allen erzählen sollen. Krasses Miststück. Ich muss 5 Mäuler stopfen. Und wenn du mir nicht dabei hilfst, kannst du gleich wieder gehen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr habt wirklich Nerven, so mit eurem Bruder zu sprechen. Das ist eure Familie. Vielleicht könntet ihr helfen. Würde ich prinzipiell sagen, wenn sie nicht so ein Miststück wäre. Das wird sie in eurer Geld, ja, überreden. Nun, das hat er jetzt. Und was habe ich davon? Nichts. Außer er sorgt dafür, dass diese Familie so lebt, wie sie es verdient hat. Ich könnte ihr vermutlich ein wenig Geld geben. Für meine Nichten und Neffen. 15 Sovereigns? Darf ich ihr so viel geben? Wenn es sein muss, sie sollte dankbar sein. Hier, Goldanna, nimm dieses Geld. Ich weiß, es ist nicht viel, aber... Was? Da marschiert ein Prinz mit Prunkrüstung und so hier rein und bietet mir nicht mehr an? Du hältst mich wohl für bescheuert! Was? Nein, warte, überhaupt nicht. Ich will ja helfen, wenn ich kann. Du willst helfen? Dann geh zu den hochstehenden Persönlichkeiten, die du so kennst, und sag ihnen, dass du Nichten und Neffen hast, die nicht so leben, wie es ihnen eigentlich zusteht. Krass, du!
Es stimmt zumindest, dass ihr König sein werdet. Das ist die Familie, nach der ihr gesucht habt, Alistair. Sieht aus, als wollte sie neuer Geld. Gehen wir. Hier gibt es nichts für euch. Ihr habt recht. Ich weiß gar nicht, warum ich gekommen bin. Ich weiß auch nicht, was du hier willst oder was du erwartet hast. Jedenfalls ist es nicht hier. Und jetzt raus aus meinem Haus, alle beide. Ihr lasst zu, dass sie so mit euch redet? Jemand soll euch die Zunge rausschneiden, Bitch! Das war keine schlechte Idee. Naja, was soll er machen? Wir gehen. In der Tat, lasst uns gehen. Oh. Nun, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Ich bedauere, ihr überhaupt Geld gegeben zu haben. Ist das die Familie, über die ich mir mein Leben lang Gedanken gemacht habe? Dieser goldgierige Drache? Ich kann es kaum glauben. Ich dachte wohl, sie akzeptiert mich ohne großes Nachfragen. Dafür ist eine Familie doch da, oder? Ich fühle mich wie der letzte Idiot. Es gibt andere. Wer denn? Der Einzige, dem etwas an mir lag, war Duncan. Und der ist nicht mehr. Hallo? Ihr habt Freunde, darunter ich auch mich. Ich danke euch. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Lasst uns gehen. Ich will nicht länger darüber reden. 15 Gold! What the fuck? Warum sagt mir keiner, dass Sovereigns Gold sind? Das ist quasi genau das, was wir jetzt eingenommen haben hier. Kann ich da mal reingehen und die erschlagen, die blöde Kuh? Ärgerlich. So ärgerlich. Los, was mit dem jetzt? Schön, euch zu sehen, Wächter. Ihr setzt euch zu Wehr, was? Ein Einbruch. Ich will kein Einbruch. Ich bin eher ein Mann der Tat. Sind doch keine Gauner. Getratsche langweilt mich. Könnt ihr mir helfen, ins Palastviertel zu kommen? Nein. Die königliche Wache würde euch sofort bemerken. Das Palastviertel liegt auf einem hohen Berg mit steilen Hängen. Es gibt nur einen Weg dort hinein. Und genauso mögen sie es. Aber selbstverständlich. Nö, mach ich nicht. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt in Denerim noch so hin können. Das sollte kein Problem sein. Dann gehen wir nochmal in die Perle. Oh, da hätte ich Liliana mitnehmen sollen. Oder auch nicht. Ich hatte gehofft, euch zu treffen. Ich habe gehört, was in der Perle geschehen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber sie sind alle ohne Aufhebens abgezogen. Ja, die Arbeiter in der Perle werden... Niemand außer mir gibt meinen Männern Befehle. Eine kleine Lektion in Respekt wäre angebracht. Ich verstehe. Haltet euch nicht damit auf, dieses Gesindel zu verschonen. Hier wird es gleich unschön. Habe ich gerade etwas verpasst? Oder was ist hier passiert? Christoph! Warum läufst du nicht? Komm da. Ich bin dein Schicksal! Fällt wie... Achso, das ist der gehört zu uns. Blickt hier manchmal gar nicht so richtig durch. Wer hier zu wem gehört? Verlierst du die Nacht? Nun, hör weg, hör weg.
Alistair stirbt gleich. Willst du mal einen Trank nehmen? Warum hast du eigentlich nur die Großen da drin? Hier, ein Schwacher reicht. Oh, ja, war jetzt nicht besonders doll, aber... Wow, es haben genau... Es haben genau zwei... Oh, ist auch fast hinüber. Wieder mit dir! Wird erledigt! Ah, kommt, mach mal, ich geh du. Nimm dies und dies. Maya Codex. Und es gibt wirklich Leute, die euch freiwillig angreifen? Wie dumm kann man sein? Mhm. Hier ist die versprochene Bezahlung. Wenn ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht noch mehr Arbeit für euch. Aber ich kehre jetzt ins Händlerviertel zurück. Die Seitengassen sind einfach zu gefährlich für mich. Immerhin. Immerhin. Hier kommen wir gar nicht weiter. Sinnvoll. Sinnvoll. Wo müssen wir denn raus? Da müssen wir raus. Karte der Stadt. Gut. Fangen wir an. Ja, wir wollten immer noch zu Perla, ne? Oh, hier, wir fangen wieder von vorne an, genau. Na, wenn wir da nicht mal aufgehalten werden. Nein, wir dürfen gleich rein. Hallo, Zwerg. Schade, die ist nicht mehr da. Rauschmeißer. Sanga. Ich habe nämlich gehört, dass man hier Nümmerchen schieben kann. Mit mehreren Leuten, wenn wir mit den richtigen Leuten reingehen. Sollte ich hier nicht auch irgendwas machen? Schaltet die Verbrecher aus. Vermisster Krieger Fender Rexel. Fizzles bitte. Welle des Verbrechens. Sprich mit Slim. Ja, ich will aber gar keine Diebestähle machen. Na gut. Voll unnötig. Dann hätten wir auch gleich weiterziehen können. Egal. So. Dreckige Seitengasse. Nehmen wir erstmal dahin. Ich werde vor der Seitengasse nochmal angehalten, ja? Der Hammer. Der Hammer. Hä? Echt jetzt? Und nun? Feinde nicht! Verstehe. Er an sich. Natürlich. Das sollte kein Problem sein. Euer Ernst? Gut. Fangen wir an. Die stecken alle fest. Ist ja geil. Egal. Ich mache euch auch alleine fertig. Was ist los? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht sterbe jetzt. Lass es uns schnell hinter uns bringen, ja? So, jetzt wechseln wir auch auf Pfeile. Ach schön, jetzt kommen... Ja, wunderbar. Wunderbar! Ich weiß nicht, was wir dazu sagen sollen. Warum bist du blockiert? Löscht sie aus! Warum blockiert denn der immer, wenn ich hier schieße? Ach, das ist mir zu doof. So. Da oben gibt es Kisten. Da war ein Schalter, den habe ich gar nicht gesehen. Gut, fangen wir an. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Ich hoffe, du kannst das genauso... Ihr Schurken, ihr macht mich fertig. Liliana habe ich jetzt soweit, dass sie alles aufmachen kann. Und bei dir fange ich jetzt ja von vorne an, ja?
Du bist so... Wird erledigt. Unnütz. So unnütz. Das Meer von Amaranthine. Amaranthine. Wir wechseln. Das hier ist unser Gebiet. Tötet sie. Das sollte kein Problem sein. Keine Gnade! Tja. So, ihr dürft jetzt wieder mit angreifen. Ich bin betäubt. Hast du nicht drauf? Also irgendwie bin ich heute hier nicht so gut drauf, Kinder, ne? Ich weiß auch nicht warum. Das sollte kein Problem sein. Ich hoffe, du kämpfst besser als du riechst. Fangen wir an. Ich hoffe, du kämpfst besser als du riechst. Zeig mir, was du kannst. Also dann. Das ist auch super. Ich hoffe, du kämpfst besser, als du riechst. Los, komm dran hier, Kinder. Komm mal, der erste hier. Zack. Hau den doch nicht um, dann komm doch nicht ran sonst. Sieht aus wie der graue Wächter, ganz am Anfang des Spiels. Ich mag nicht so viel laufen. Lass mal die Männer rennen hier. Lass mal die Männer rennen. Nimm dies. Und das. Und jenes. Und überhaupt. Pschu. Ich bin äußerst zufrieden. Ich erstmal. Tanja? Hallo Tanja? Guten Tag. Okay. Oho, oho. Was haben wir denn hier? Buggy Quest oder was? Was möchtet ihr? Tür eines Blutmagiers. Verwandten blutige Warnung. Hä? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Kann ich nicht machen. Warum auch immer. Warum? Auch immer. Ich verstehe es nicht so ganz. Merkwürdiger Schuppen. Kann nicht gehackt werden. Kann nicht geknackt werden. Nicht gehackt. Achso, brauche ich einen Schlüssel. Gehen wir halt wieder. Also wirklich. Also wirklich. Ja, also... Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie war das hier ein bisschen... Ich habe euch angelogen, was meinen Grund betrifft, Orlais zu verlassen. Okay. Warum? Ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht darüber reden. Was mir widerfahren ist, könnte auch uns betreffen. Es muss nicht geschehen, aber ihr solltet Bescheid wissen. Ich kam nach Ferelden und zur Kirche, weil ich in Orlais gejagt wurde. Mhm. Faszinierend, erzählt mehr. Mir wurde etwas angehängt. Mich hat jemand verraten, den ich zu kennen glaubte und dem ich vertraute. Marjolaine. Marjolaine. Meine Gönnerin. Und Freundin. Sie hat mich in der Kunst der Barden ausgebildet. Wie man mit Wort und Gesang bezaubert, wie man eine Adlige spielt oder auch ein Dienstmädchen. Was ich lernte, setzte ich ein, um ihr zu dienen, meiner Bardenmeisterin. Denn ich liebte sie. Und meine Arbeit bereitete mir Freude. Wie hat sie euch hintergangen? Man könnte sagen, es war meine Schuld. Ich sollte einen Mann töten und Marjolaine alles bringen, was er bei sich trug. Ich wusste nicht, wer der Mann war. Sie gab mir einen Namen und eine Beschreibung und ich spürte ihn auf. Er hatte Dokumente bei sich.
versiegelte Dokumente. Ihr habt sie geöffnet. Meine Neugier war zu groß. Irgendetwas sagte mir, dass ich wissen müsste, was auf diesen Papieren geschrieben stand. Marjolaine hatte alle möglichen Informationen über Orlais an andere Länder verkauft, darunter an Nevara und Antiva. Es war Hochverrat. Oh. Ist doch nur Orlais. Bah. Das ist für Baden noch täglich Brot. Ist das schlimm? Für manche schon. Aber ich hatte immer angenommen, Marjolaine würde nur innerhalb von Orlais arbeiten. Eine sehr unangenehme Überraschung für mich. Als Bardin wusste ich, dass man seine Loyalität flexibel halten muss. Mich beschäftigte nicht, dass sie eine Verräterin war, sondern dass ihr Leben in Gefahr war, sollte man sie durchschauen. Orlais hat schon gegen viele Länder Krieg geführt und nimmt derlei Taten sehr ernst, wie ich später erfuhr. Die meisten Länder schätzen Verrat nur sehr begrenzt. Die Dokumente jemandem übergeben? Nur Marjolaine, sonst niemandem. Ich habe sie wieder versiegelt und ihr wie befohlen gebracht. Ich hätte es einfach auf sich beruhen lassen sollen, aber stattdessen sagte ich Marjolaine, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sie wischte meine Besorgnis beiseite und gab zwar ihre Schuld zu, behauptete aber, das sei alles Vergangenheit und deshalb müssten die Dokumente auch zerstört werden. Ich glaubte ihr bis zu dem Moment, als sie mir die Dokumente zeigten und ich sah, dass sie in ihrer Handschrift geändert waren und nun mich als Verräterin hinstellten. Sie hat euch hintergangen? Ja. Was hat sie doch gesagt? Die Wachen von Orlais. Sie nahmen mich gefangen, taten mir Schreckliches an. Ich sollte gestehen und meine Mitverschwörer preisgeben. Ich ertrug die Strafe, die Verrätern zukommt, und am Ende wartete lediglich die Ewigkeit in einem namenlosen Grab auf mich. Wie seid ihr davon gekommen? Was ich von Marjolaine gelernt hatte, erwies sich doch noch als nützlich. Ich floh, als sich die Gelegenheit dazu bot. Ich habe Marjolaine danach nicht aufgesucht. Hätte sie befürchten müssen, dass ich komme, hätte sie mich erneut gefangen nehmen lassen. Also kommt ihr nach Ferelden. Nach Lothering. Ich wollte ihr gegenübertreten. Ich war zornig wegen ihres Verrats, aber was hätte ich gegen sie unternehmen können? Also floh ich nach Ferelden, zur Kirche und zum Erbauer. Ferelden schützte meine Person und der Erbauer rettete meine Seele. Und das ist der Grund für mein Hiersein. Der wahre Grund. Keine Lügen mehr. Zumindest nicht bei dieser Frage. Aha. Bei anderen Sachen lügst du also doch noch? Ja. Bedeutet euer Hiersein eine Gefahr für uns? Danke, dass ihr mir so vertraut habt. Ich glaube nicht. Seit meiner Ankunft in Ferelden habe ich nie auch nur den Schatten eines Orlesianers gesehen. Ich bin froh, dass ich diese Last los bin. Danke fürs Zuhören und für euer Verständnis. Wer sagt, dass ich dafür Verständnis habe? Ich bin wegen euch hier. Ich glaube, dafür fehlt es euch am nötigen Talent. Ich kann euch aber ein paar Hinweise geben, die könnt ihr dann jemandem weitersagen. Gehen wir dort hinüber, weg von den anderen. Nur zur Sicherheit. Hier werden gleich jede Menge Dolche durch die Luft fliegen. Ich bin wegen euch hier. Komme ich die Quest jetzt nicht? Natürlich. Okay, Codex ist aktualisiert, aber... Die macht mich fertig, die Frau. Ja, und das war's dann für diese Folge auch schon, meine Lieben. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute und dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich versprochen, ich bin dann wahrscheinlich auch wieder besser drauf. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.